Rollei Wireless Fernauslöser. Ich habe den Fernauslöser bei Amazon gekauft und in letzter Zeit versendet Amazon ohne Umverpackung. Also das bedeutet, die kleben das Etikett direkt auf die Originalverpackung. Und ja, keine Ahnung, also soll der Umwelt zuliebe sein, aber ich meine, was macht der Händler jetzt, wenn er das Produkt so zurückkriegt? Der kann das ja eigentlich nur noch irgendwie wegschmeißen, ne? Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema hier. Ich habe mir diesen Fernauslöser gekauft. Da ist bei der Sony-Kamera ein Problem bei Selbstporträts gibt. Also wenn ich den Timer einstelle, dann müsste ich theoretisch einen manuellen Fokuspunkt setzen und kann mich da nicht frei bewegen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich in der Firma bewege und dann ein Selbstporträt machen möchte, in Bewegung, zum Beispiel ich bei der Arbeit oder sowas. Und mit diesem Fernauslöser kann ich halt alle 5 Sekunden ein Foto schießen und der Fernauslöser, der drückt praktisch den Auslöseknopf an der Kamera und deswegen sollte das eigentlich hier sehr gut funktionieren. So, ich schaue dann einmal, was alles mitgeliefert wird. So, da haben wir hier eine Beschreibung, eine Anleitung, dann hier der Sender. Hier benötige ich 2 AA-Batterien. Dann ist hier der Empfänger für den Blitzschuh. Da benötige ich auch 2 AA-Batterien. So, was ist da drin? Hier sind verschiedene Kabel. Eigentlich habe ich jetzt nur das Sony-Kabel bestellt. Was ist das hier für ein Kabel? Steht hier nicht bei. Okay, cool. Batterien liegen auf jeden Fall auch mit dabei. Das ist schon mal ganz schön. Wofür das ist, weiß ich jetzt leider noch nicht. Und hier ist ein Kabel wahrscheinlich zum Verlängern. Genau. Okay, cool. Dann mache ich in den nächsten Tagen, probiere ich den Fernauslöser einmal aus und mache dann ein ausführliches Review zu dem Rollei Wireless Fernauslöser. Alles klar, bis dann. Tschüss.